Es kann wieder weitergehen mit Let's Play Disaster Report 4. Ich bin das MC Muffix. Hier herrscht wieder Chaos und Zerstörung. Wir sind hier in ein neues Stadtviertel gekommen. Und hier gibt es Probleme zwischen zwei Einkaufsstraßen, die sich hier gegenseitig abgrundtief hassen. Und wir sind mitten in diesen Konflikt reingeraten. Jetzt müssen wir aber erstmal Karin suchen, denn beim letzten Mal haben wir ein Feuer gelöscht und die haben wir irgendwie zurückgelassen. Ja, Hakimi. ちょっといいかい? 僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。実は僕、山の手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも、昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら、火事が起きて。これは、話が長くなりそうだが。 もし僕が炊き出しのことを山の手の人に伝えていたら火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父とリエのお父さんが一層仲が悪くなってしまった。ただでさえ付き合うのに反対されてるのに。だから僕とリエとで和解するように説得しようと思ったんだけど、山の手に行くのも禁止されてしまってね。だからこっそり会おうと思ってる。 それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うために、この手紙を山の手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。 ナオトさんとリエさんを応援します。手紙は任せてください。 ありがとうございます。 表からは入れないだろうから、 裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てれば、リエが家から出てくるはずだ。店は無事かな？じゃあお願いするよ。 Das ist Liebe. Ei. Das erinnert mich irgendwie gerade an Fairy Tale. Da gab es auch so eine lustige Dame. Okay. Alles gut, alles gut. Da gab es auch so eine lustige Dame, die immer so gesagt hat, ah, alles für die wahre Liebe. Und dann immer, die, ich weiß nicht mehr, wie sie so rothaarig, die hat immer gesagt, Liebe. Und dann hat sie mir Attacken da rausgehauen. Nun gut. Und wir wissen, wo der Eingang ist, denn da waren wir beim letzten Mal schon in der Ecke strullern. Was hoffentlich niemand gesehen hat. Der hat uns genau angeklopft. Ich weiß genau, was du vorhast. Schau, der ekelt sich schon vor uns, weil wir hier sind. Gut, wir sind ja beim letzten Mal ja schon durchgewandert, so ganz unauffällig. So, war scheinbar gut, denn nun können wir... wenn ich da durchpasse durch das Loch, können wir das schmeißen. So, der Faust ist beendet. So, deine Faucet, deine Faucet. Wieso soll ich das auch anmachen? So, muss ich da jetzt ins Haus so reinstelfen oder? Oder kann ich das einfach schmeißen? Keine Ahnung. Kann ich einfach klopfen? Hey, da können wir reingehen. Da kann man doch nicht reingehen, aber da liegen Items rum. Irgendwann brechen wir hier ein. Sage ich jetzt schon mal. So, okay. Ist ja auch blöd, dass ich da das Fenster markieren kann. Warte mal. Schauen wir wieder auf die Map. Also. Backstairs, Massos Haus. Ja. So weit war ich auch schon, meine guten Freunde. Da. Ha. Wusste ich doch, dass ich ja aber irgendwas finden muss. Okay, gut. Schmeißen wir. Toshika, Rie-san no heya wa. Oi! そこに誰かいるのか? まずい、このままでは。
ナオトさんの手紙が持ってきたことがバレる。早く逃げよう。Oh mein Gott! Alter, da legt jemand die Brände. Aber wer zur Hölle war das? Irgendwie graue Haare hat er gehabt und hat er Schutzmaske aufgehabt. Ich hab keine Ahnung, wer es war. Eigentlich könnte man den Typen hier fragen, oder? Weg da! Gott, looks like I wasn't caught. Huh. It's not just letter. I must have dropped it. Anyway, I need to tell someone about the fire, but telling Matsuno directly will probably cause a misunderstanding. Maybe someone close to him. Ich würde es dem Polizisten erzählen. Da war doch so ein Polizist vorgestanden. Wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Okay, das lief jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Hey, you were just... Why are you so flustered? I say that Matsuno's caught on fire. Ah, his house caught on fire? Hey, wartet. Der hat... Ja, okay, der... Was? Ist es dieser Nogiwa? Weil der hat doch gerade graue Haare gehabt. Das sah ein bisschen so aus. Ne, egal. That's terrible. We have to go to save everyone. Officer, please come with me. Okay, ich muss nicht den Officer anwählen. sondern den Heini hier. Das gefällt mir auch gut. So, was? Wer bist nicht du? Shops closed. Ich will trotzdem was zu essen haben. Ah! Essen! Zack! Aber wir dürfen ja zu viel kaufen. Wir haben nur begrenztes Inventar. So. Gut, hier kommen wir noch nicht rein. People are gathering around the garbage pile that had been on fire. It seems like the fire was safely extinguished. But now it's impossible to get below Rhys' room. Oh well, I tell Naoto and then think about what to do next. Okay, gut. Das war aber echt eine knappe Angelegenheit. Also jemand versucht hier mehr oder weniger einen Streit anzufangen oder hier gleich den ganzen Bezirk hier anzugreifen. Also, ich glaube es war dieser Noigawa, der von dem chinesischen Restaurant. Also, zumindest im ersten Blick. Er war es hier nämlich sehr nett, weil der da keine grauen Haare gehabt. So. Looking for an auto? He's on the second floor of the shop. Okay, das ist der Tofu-Shop, den haben wir vorher schon gefunden. Wo ist eigentlich da ist Kane! Naoto? He said he was returning to the shop. Da hat sie sich verzogen. Feuer löscht mal. Ich lösche doch kein Feuer. Ich muss auf meine Nägel aufpassen. なおとこ、この手紙は君が書いたものだね。あ、はい。さっき、うちの裏には放火未遂があった。そこにこの手紙が落ちていたんだ。君がリエと付き合おうとしていることは知っているが、私が合わせないからといって、家に火をつけると。え？ やはり下町の奴らは信用ならん。災害に乗じて何をしでかすかわからん。とにかく君は危険だ。でも今は警察が手一杯だ。しばらくうちの物置で頭を冷やすといい。リエにこのことを。 Lief genauso wie ich es geplant habe, liebe Leute. So, jetzt ist es unser Tofu-Shop. Hanata did what? I see. リエさんにこのことを伝えた方がよさそうね。でも、どうしましょうね。普通に尋ねても、お父さんが合わせてくれなさそうだし。もう一度、裏から忍び込もう。ダメよ。そんな怪しまれることしたら、今度は私たちも捕まっちゃうわ。 あ、そうだ。リエさんの友達のふりをして訪ねてみたらどうかな。お父さんも
友達全員を知ってるとは思えないし。Hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wir haben... Der weiß doch, dass wir hier mit Naoto hier zusammen sind. Also, sollte doch halbwegs wissen, weil wir haben ihn ja schon gesehen. Wir waren ja sogar bei Naoto, als ihn einfach hier abgeführt hat. Okay, Selbstjustiz beginnt. Naja, mir ist es wurscht. Ich habe meine Sandwiches hier. Das heißt, ich bin ausgestattet. Ich werde überleben, zumindest den heutigen Tag. Ah, it's you. What do you want with my house? I'm sorry, sir. We're friends of Reese, and we are worried about her safety. We came here, but... Oh, you're Reese's friends? Thank you for coming. I'm sure it hasn't been easy with this earthquake and all. Go on. Reese on the second floor. Okay. Ist doch ziemlich leicht, hier reinzukommen. Hey, die Tür ist doch nicht abgesperrt. Vorher war sie abgesperrt. So, warte mal, da liegt Loot rum. Oh. Süßes Chefhead. Den ziehen wir auf. Schön. So, jetzt sind wir ein Sushi-Koch. Nein! Ah, das habe ich nicht angezogen. Verdammt. Meine Tasche ist langsam voll. Konnichiwa! Was kann ich für Sie tun? Sushi! Kein Problem! Mache ich! So, da. Aber das Haus, also dafür, dass der Rest hier alles so zerstört ist, sieht das hier noch ziemlich gut aus. Jetzt benutzen wir die Toilette von dem, klar. So, und dann schauen wir mal hier. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hier lösen können, weil irgendwie fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen schuldig. Warte, Naoto-san kara kotosute ga. そうだったんですか、ナオト。あの、お願いです。あなたが目撃したという他の真犯人を見つけてくれませんか。真犯人が見つかればナオトも出してもらえると思うんです。ナオトさんとリエさんには幸せになってほしいから、真犯人を見つけます。ございます。でもどうしようね。真犯人を探すって言っても。そうですね。でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。Catching the recovery, huh? Hope there's some evidence on the scene. Schauen wir uns mal um. Oh, was haben wir da? Oh! I'm looking for a sailor. You seen any sailors? Das ist so ein Shabu. Oh, Leute, also wenn wir jetzt nicht sexy aussehen, dann weiß ich auch nicht mehr. So, weil wenn wir hier schon auf Detektivarbeit machen, dann brauchen wir natürlich eine passende Verkleidung. Und wer würde schon einen so mit, ich sag jetzt mal, Anfang 30-jährigen Typen mit einer Schulmädchenkleidung verdächtigen? So, da hat's gebrannt, okay. The garbage bags were set on fire. Fortunately, they'd safely extinguished. There's a white torn cloth in the slit in the garbage bag. Schauen wir uns das mal an. Received embroidered handkerchief. Wo ist Henkerschief? Ist das? Maybe should ask you. Okay, laufen wir da hoch. Du Rie, es stört dich doch nicht, wenn ich diese schöne Verkleidung von dir hab. Ich, wir, Schwestern, wir können uns doch unsere Schulkleidung teilen. So sexy sehen wir aus, Mann. Ah, das ist my clothes? That's gross. Naoto, I wonder if you're alright. Sie mag jetzt keine Motten, also nicht. Ask if they saw a sufficient person.
That suspicious person, I also saw them from the window. I saw them go down the hill in front of the house, but I didn't recognize the face. So. I feel like I've seen the handkerchief somewhere. Maybe at my father's restaurant, but I think my father had it. Sorry, I don't remember. Hä? Ja, okay, ihr Vater kann es aber schlecht gewesen sein. Ja, dann war es doch der Koch, der Naogi war, wie der auch immer heißt. Der Koch zumindest. Aber wieso tut er als erstes... Hä? Wieso tut er absichtlich sein Restaurant anzünden? Das muss ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Your refund, yeah? Okay. Also about the handkerchief, genau. What? The handkerchief? No, I've never seen it before. It's not mine. I don't recall anyone using it either. Resaw it at the restaurant? I see. If you're concerned, go ahead and ask the workers, but... Was, but? So. Der ist sicher der Brandstifter. A fire on top of the earthquakes is terrible, but I've got to clean up the best as I can, so we can resume business as fast as possible. No, I've never seen that handkerchief before. Is there something particularly special about it? Hmm. Through here, it seems they fled towards Shitamashi. Okay, ja, wir können ja, stimmt ja, wir waren ja noch auf der Fluchtseite, wo der eine Typ ist, der unbedingt pinkeln musste. Der könnte natürlich auch irgendwas gesehen haben. So, bis ganz scharf auf der Auto, das bringt ja viel jetzt. Viel jetzt noch. So. Alter, der stand doch genau hier, Mann. Der musste es doch gesehen haben. Das ist jetzt nicht zu gebrauchen, Mann. Hm. Also, okay, wir müssen irgendeinen anderen Mitarbeiter fragen. Ich hätte es darauf wetten können, dass der sagt, das sind nicht meine, ich habe die noch nie gesehen. Oder er sagt, dass das meine sind, hier der Koch. Jetzt rede ich nochmal mit dem. Follow seems have fled to Shintamashi. Ja gut, dann laufen wir nach Shintamashi. Wenn du sagst, dass das so ist, dann glaube ich dir das. Übrigens finde ich halt nett, dass die Sonne untergeht. Wir haben noch nie so einen richtigen, also sonst war es halt immer, dass wir irgendeine Cutscene gewechselt haben, aber jetzt im Laufe des Tages einfach so, dass die Sonne untergeht, das finde ich ganz nett. So, Mr. Noe. That guy in Auto. There was no way he started a fire. Ah, that is a souvenir from Choico Hotel. It's embroidered with the hotel's logo. What about it? It was found at the side of the arson? Please tell us who belongs to. It was no, if I don't know if it belongs to. I believe that's handkerchief from Choco Hotel. I don't think I know anyone who would carry that around. Hmm. Jetzt sind wir richtig detektiv. The Choco Hotel. Is that related somehow? I've only heard rumors, but I don't have any details. Come to think of it, Mama Suzuka. Ah, okay, gut. Aha, die Mama. Ist die in Wahrheit hier die große Brandstifterin, oder? Jetzt müssen wir ja mal Wörtchen reden, Mama. Wieso sind sie eigentlich beleidigt, dass wir die Klamotten haben? Ich finde, die stehen uns besser sicher als ihr. I wonder if Naoto is okay. Him an arsonist? Outrageous. I don't think he'd ever do that. So. Oh my, that's a choker handkerchief, isn't it? I have the same one. Look, it's right here. Those associated with the hotel received them every year. And the year is secretly embroidered on it. The handkerchief is from 13 years ago? Okay. Mr. Matsuno is the owner of the Chinese restaurant in Sakura. Before he opened it, he used to be the head of the chief in Choco Hotel. Amazing, isn't it? I see, huh. When we asked Mr. Matsuno about the handkerchief earlier, he claimed not to know anything. Could it be possible that his handkerchief is a souvenir from Mr. Matsuno began working at the Choco Hotel? The souvenir was a handkerchief up until a decade ago. Mr. Matsuno began working at the hotel 5 years ago. So, he couldn't have known about it.
Aha, 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 so. Jetzt sind wir ja richtig Detektiv. Mein Name ist Conan Edogawa und ich bin Detektiv. Entschuldigung. Mein Name ist Conan Edogawa und ich bin Detektiv. Ich glaube, die lachen über uns alle, weil wir diese Kleidung anhaben. Nun gut, Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal tun wir dann nochmal ein Wörtchen hier mit dem reden. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.